Mit der Betzold-Schulwaage können die Kinder den Umgang mit Gewichten lernen. Die Waage ist aus robustem Kunststoff und wiegt auf 1 Gramm genau. Man kann sie auch manuell nachjustieren, falls sie einmal nicht im Gleichgewicht sein sollte. Aber im Moment sehen Sie, es ist eine Linie, also die Waage ist im Gleichgewicht. Jetzt kann man alltägliche Dinge hernehmen, wie zum Beispiel diesen Apfel und diese 2 Batterien. Die Kinder können nun ausprobieren, welches der beiden Dinge wohl schwerer ist. Dazu legen Sie die Gegenstände in die Mitte der Schale. Und wie man sieht, ist der Apfel eindeutig schwerer. Wenn man jetzt aber noch genau wissen will, wie schwer der Apfel denn auch wirklich ist, lohnt es sich, einen Gewichtssatz gleich mitzubestellen. Den erhalten Sie dann in einer so robusten Kiste. Und hier habe ich zum Beispiel jetzt einen Gewichtssatz mit 12 Teilen. Da haben wir hier zum Beispiel das schwerste 500 Gramm. Und hier ganz klein nur 1 Gramm. Probieren wir doch mal aus, wie schwer der Apfel wohl ist. Fangen wir mit den 500 Gramm an. Also wie Sie sehen, 500 Gramm wiegt dieser Apfel wohl nicht. Es ist viel zu schwer. Dann probieren wir doch mal 100 Gramm. Das heißt, der Apfel wiegt auf jeden Fall über 100 Gramm. Legen wir noch mal 50 Gramm obendrauf. Das ist schon wieder zu schwer. Das heißt, der Apfel muss zwischen 100 und 150 Gramm wiegen. Legen wir es mit 20. Der 20 ist zu wenig. Legen wir noch mal 10 Gramm drauf. Reicht leider immer noch nicht. Machen wir mal 5 Gramm. Jetzt sind wir bei 135. 137. 139, es bewegt sich schon langsam. Und 140. Jetzt sehen Sie, jetzt kommt die Waage ins Gleichgewicht. Das heißt, der Apfel wiegt genau 140 Gramm.